Unbekannte Diebe haben in den Tagen kurz vor Weihnachten hier in Zittau auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes auf einer Länge von 65 Metern und einer Gesamtfläche von 280 Quadratmetern mit schwerem Gerät das Pflaster auf der Straße aufgerissen, mitgenommen, mit LKWs abtransportiert. Wir, die Bundespolizei, ermitteln hier wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wir bauen hier auf Informationen, auf Hinweise aus der Bevölkerung, die uns bei den Ermittlungen hier behilflich sind. Aktuell sieht der Stand so aus, dass tatsächlich hier mehrere Bagger und LKW eingesetzt waren durch noch unbekannte Personen. Wir wissen nicht genau, was mit dem Pflaster geschehen ist. Wir sprechen hier von 60 Tonnen, ob dort jemand seine Hofeinfahrt gepflastert hat oder ob die auf dem Markt verkauft werden sollen. Darüber hinaus haben wir inzwischen feststellen können, dass der Berg neben der Straße an aufgetürmten Pflaster auch dort eine größere Lücke aufweist. Dort sollen den neuesten Informationen zufolge 50 Tonnen Pflaster fehlen. Die Bundespolizei geht von einem Schaden von über 30.000 Euro im Moment aus.